Was geht ab, Jungs, und willkommen zu einer weiteren Folge oder einer nächsten Folge, wie ihr auch immer es nennen wollt, Road to Classic 5. Danke, wer es immer gerade gesagt hat. So Leute, Evils Freunde und meine Mami. Ich spiele heute wieder mein Carry Juzu called Niggy Nick. Und immer wenn ich diesen Pick bekomme, habe ich noch nie verloren. Oder ich stand noch nie negativ, sagen wir es mal so. Und ich erzähle einfach mal ganz kurz, wie geil ich mit diesem Champion bin. Nicht. Denn das ist nicht nötig. So. Fangen wir mit unserem Q an. Q wie Jazu. Niemand weiß, K6 mit Renekton, Toplane. Renekton ist ein bisschen Counter gegen mich, aber gegen den müssen wir zum Glück nicht lanen. Das macht der Garin schon. Ansonsten haben wir Nidalee, das ist jetzt meine Rivale in der Mitte. Und Thresh mit Tristana auf der Botlane. Shachu! So. Ich habe diesmal ein bisschen was geändert. Ich habe meine Trinder-Währung dabei, also meine Lifesteal-Quins am Stissel. Leider keine Magic Resist dafür. Aber ich hoffe, das wird schon durchgehen. Ich muss weiterziehen. Check. Blue, please, Garen. Nice, Bizeps, Renekton. Ich will anfangen, ich will schnitzeln. Kann irgendwas covern hier? Oh ja. Was machen hier gerade zwei Mitte? Okay, irgendwie sah es gerade komisch aus. Okay. Die haben nicht gestealt. Oh mein Gott, Fiddle. Sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht da. No, go to this fucking blue. Don't be a douchebag. Was ist das? Phil hat ihn nicht bekommen. Das ist schon mal richtig. Kage. Oder doch, Phil hat ihn bekommen. Nice. Okay, K6. Hat dafür keinen. Kein was, kein Buff. Keinen Blue Buff, keinen Blau Buff. Ja, Nidalee, viel Spaß beim Nachsitten da oben. Learn to last hit. Learn to last hit. Folge dem Wind. Auch noch vielleicht, weil ich das so gern hab. Das hasse ich immer, wenn ich da durchslide. Aber es at least kein Last Hit gibt. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen mit Jazu. Nee, nicht mit Jazu, sondern mit Kyle. Kyle meine ich da. K6, genau mit dem. Angeblich soll ja laut meiner Informanten jetzt kommen. Ja, das auch schon. Hello. Hello, motherfucker. Oh, nice. Hier war vor kurzem. Weiß aber immer auch, da ist. Ja, die spielt so ein bisschen crazy. Ja, da ist. Nice, okay, gedodged. Also er campt das Ganze hier so ein bisschen Mitte aus, aber das macht nichts wirklich. Ich verliere halt ein bisschen CS dadurch. Aber das ist auch nicht so wild. Da ist schon alles soweit, okay. Schon lange nicht sowas Last Hitten kann wie diese ganz dicken Dinger da. Genau, wir wollen, ne? Jeder Damage ist Damage. Dauer kann man das nicht mehr so mitgehen.
damit machen. Also immer nicht, wo der K6 jetzt ist. Ich habe immer auch Angst, dass er irgendwie in der Mitte wieder rumkommt. Ah, schade. Aber die Niale, die hat auch ganz schön viel unter dem Tower zu lasten, aber macht sie wohl ganz gut, so wie es aussieht angeblich. Warten wir auf Level 6. Diese Klinge wird leichter. Dann wird das schon ein bisschen abgehen. Gerechtigkeit. Das ist ein hübsches Wort. Na komm! So, erstmal wirklich Last Hit Duell. Jetzt hier, wir sind auch sogar gleich auf vom CS her. Ich habe einfach noch keinen Bock, dass mich K6 jetzt irgendwie gleich ansatzweise schnappt. Was einfach sauwitzig ist, finde ich, dass ich hier durch meinen ständigen Gepoke hier die Nierle jetzt hier fast down habe, obwohl sie ja ihren Safe Heal hat. Ist schon ein Ding, finde ich. Definitiv. Und ja, Leute, wir haben bis Level 6. Was ja auch nochmal zusätzlich ganz sexy ist. Vergangenheit einen Schritt voraus. Kommt er jetzt hier? Nee, klappt nicht. Blut raus. Oh, oh. Ah, nee. Ich denke die ganze Zeit, wir kriegen nur auf die Fresse, aber es steht ja sogar 4 zu 3. Also, ah. Ist alles im Grün. Ist ja alles im grünen Bereich. Oh, Flash, die ganze Zeit. Oh, oh. Wow, war das gerade. Evil Bam Deep, what's up? Das war gerade heftig. Aber wir kamen einfach nicht mehr raus. Wir waren sautot, weil wir viel zu tief drin waren. Ja, ich dachte, wir hätten einen Ticken mehr Damage noch am Start, aber leider doch nicht. Aber was soll's? K6 hat den Kill bekommen, was ich eigentlich ganz gut finde. Das heißt, die Mitte ist jetzt hier nicht ansatzweise mehr gefeedet. Und gegen K6 kaufen wir uns einfach nochmal Rotz jetzt hier. Und ich finde das nicht so schlimm, wenn jetzt hier unser anderer Midlaner jetzt noch ein paar Items bekommt. Das ist eigentlich ganz entspannt, weil Niali hatte sicherlich nur so eine Träne oder sowas. Das tut nicht wirklich weh, aber mit meinem Eifer, wo ich jetzt langsam meinen Crit bekomme, das zwiebelt, finde ich, deutlich mehr rein bei mir. Also habe ich von meinem Item, finde ich, deutlich mehr. Jo, K6, sein erster Kill auch mal endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Ja, ein bisschen Armor-Penner, ne? Schön Armor-Pen. Nee, Quatsch. Ja, gar kein Armor-Pen. Ich bräuchte den Armor-Pen. Einfach nur Armor gebaut. So ist es richtig. Hasaki! So, wow, wow. Da kommen die Crits, da kommen die Crits. Nein, ich bin auch nicht für Deep. Ulti ist gepoppt. Ich habe ganz gut auf die Schnauze bekommen. Wow. Ein Schwert ist keine gute Begleitung. Ich habe auf jeden Fall erstmal ein paar Tränke reingeschleudert. Ich folge diesem Pfad. Stell dich dem Weg! Na komm. Meets, 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 meets. Ich weiß nur nicht gerade, ich habe gerade ein paar wenig Wards hier, sonst würde ich ja schon wieder versuchen zu nehmen. Sind Blätter nur zum Fallen gestanden. Muss leider noch so ein ganz bisschen warten. Das geht gleich weiter, aber hier. So, okay, warten wir mal hier so. Der Weg in die Gosse ist kürzer als du denkst. Ich muss weiter
Ah, ist noch gut davon gejumpt. Ich dachte schon wieder, ich kann schon wieder. Hat sie sozusagen nochmal schlau gerettet. Ah, die will nicht so richtig. Die will nicht so richtig da in die Knie gehen. Ah, hat sie schon wieder mein Ward entdeckt. Sterben ist der leichte Teil. Ja, das war zu deep. Fuck! Nein! Oh shit! Ich dachte, Philipp würde da mehr Follow-up haben. Nein! Krasix hätte ich einfach bekommen im Ignite, mit dem schäbigen Ignite. Einfach drauf dann nächstes Mal. Ah, ich bin alt, ich bin aus der Übung. 1-2, das gibt's nicht, Leute. Wer hat jetzt den Kill bekommen? Das Niali, ich sind auch noch immer auch gleich aufgefarmt und K6 hat nicht den Kill bekommen, sondern Niali diesmal. Ein Verbündeter wurde getötet. Hm. Ärgerlich auf jeden Fall. Diese Klinge wird nie leichter. Biete dir den einfachen Ausweg. Oh mein Kack, Static auch fertig. Alles fertig? Oh nein, noch 100 Gold. 100 Gold, 100, 100. Ralle, ralle. Ich glaube, ich klaue meinen Red Buff. Das ist eine gute, ganz gute Idee. Dann eben nicht. Okay, hab ihn verstanden. Hab verstanden. Folge dem Wind. Doch sieh dich vor. Zu! So, back, Achtung. Tugend ist Luxus. Oh shit, habe ich es nicht mehr geschafft, meinen Ort zu kaufen. Sachen gibt's. So, Achtung, Static, haben wir jetzt fertig. Ulti-Fiddle ist ab. Oh shit. Oh oh. Oh oh. Lol, das gibt's doch nicht. Was ist da los? Rastet noch mehr aus. Dann geh ich jetzt in Mitte. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. Meine Ehre hat sich vor langer Zeit verletzt. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht angehen, dass es jetzt hier so wirklich die Fresse gibt. Ja, und null Knock-up, oder? Nein, wir haben keine Knock-up. Schwert ist keine gute Begleitung. Guter Speer. Ja, wir haben halt gefarmt, aber mehr auch nicht so. Keine Ahnung, wir sind jetzt mit der Niederlege gleich auf. Die farmt es halt auch noch mit ihrer Muschi da, sonst wie sonst was. Wie geht's unserem Fiddle? 011, er hat es auch noch nicht so gerissen. Ich hoffe mal im Endgame, dass er da noch ein bisschen Party macht. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Thank you.
gecrashed. Nice. Wir hätten fast noch mehr bekommen. Garen von hinten, Garen behind. Good job. Nice, das war auf jeden Fall ganz saugut gespielt. Komm einfach weg da. Das war gut, das war auf jeden Fall richtig gut. Das war gut. So, jetzt schwimmen wir schon mal wieder 3-2, das war schon mal. Oh man. Oh, da war der 4 Flash von Runeck. Jinx hat Ulti, trifft und nein. Ich liebe die Ulti, wie sie trifft. Wenn sie nicht trifft, hasse ich die Ulti. Was Sinn ergibt, das vielleicht miteinander zusammenhängt. Sie rennen stets in meine Klinge. Chat, ich hätte klatschen können. Meine Ehre hat sich vor langer Zeit verabschiedet. What the fuck? Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. Rückt der Schuh. Wo drückt denn der Schuh? Ah, fuck, da sind sie alle da. Okay. Zumindest haben wir einen Kill geholt. Wir müssen weiter bauen. Wir brauchen weiter unseren Damage. 4-3, 116, ja, dann müssen wir mehr farmen wieder. K6 pusht Mitte jetzt. 12-14 werden jetzt hier die Kills. Wie steht Garen denn? 4-3, okay, hat also Renekton besiegt. Ja, hat er. Hat nur sau wenig CS, aber ich habe auch nicht so viel die Zone. Botlane ist ziemlich. Naja, es geht eigentlich ausgeglichen. Wer ist denn so gut dann bei den Gegnern? Eigentlich alle einigermaßen wohl. Schön, Viertel! Yeah! Ein Wanderer ist nicht immer verloren. Okay, da braucht man nicht flashen. Schade, dass er nicht noch reingegangen ist. Schade, schade, schade. Sterben ist der leichte Teil. Der hätte man auf jeden Fall auch noch bekommen können. Hab ich gar nicht mitbekommen. Sehr schön. Ich folge diesem Pfad bis zum Ende. Nice, gedodged auf jeden Fall. Nice, 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 nice. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Oh, krass, ey. Flasht erstmal.
Erster Flash. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich wusste ja nicht, dass sie da flasht. Nee. Besser als erst Renekton oder wer? Booby Boo? Noch 300 Gold, dann habe ich auch meine Metzelklinge. Blade of the Metal King nenne ich sie auch. Der Weg in die Gosse ist kürzer als du denkst. Da ist sie eigentlich, ja. Dann kommt K, das war klar. K, das war's klar. Dann gehen wir jetzt back und kaufen sie. Und jetzt hoffe ich mal auf ein schönes Rapness. Vergangenheit einen Schritt voraus. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Sehr gut, Botlane holt noch ein paar Kills. Ob die den jetzt da bekommen, den Tower? Ah, shit. Kein Heilmittel für mich. Eskalation! Gerechtigkeit. Auf jeden Fall guten Damage jetzt. Ja, und glaube ich, gehe lieber back, oder? Noch eine Wave hier oben. Da kommt die Junge zu schnell. What the fuck? So, jetzt was kaufen wir uns jetzt? Jetzt verkaufen wir mal hier den Trank. Den Trank, der wird verkauft, genau. Wir verkaufen die Klinge auch noch. Dann kaufen wir uns mal jetzt hier an der Stelle. Bisschen Lifesteal noch zusätzlich. Plus so eine Klinge, warum nicht? Na, ulten sollte er vielleicht nicht direkt. Ich muss weiterziehen. Ja, auf jeden Fall schon mal gute Items auf Fiddeln. Das ist auch schon mal was Schönes. So, 18, 19. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder ganz defeated. Darren vs. Renekton. Oh shit. Why not? Dieser Damage. Dieser Damage. Nice, okay, back. Sterben ist der leichte Teil. So, jetzt holen wir uns Mitte. Oh mein Gott, dieses Renekton, dieses Viech. Dieses Monster, ey. Sehr gut, den haben wir auch. 831 Jazu. Ich folge diesem Pfad bis zum Ende. Ah,
Ah, too deep. Wir müssen unsere Deepness ein bisschen under control halten. Das geht doch auch nicht. Das ist definitiv zu deep. Ich darf auch nicht da so wie so ein Vollidiot rein. Auch wenn ich sie halt da oben den Catch habe, aber da ist der Tower da. Kann ich nicht bringen. Kannst nicht machen, Junge! Was geil ist auf jeden Fall, dass Botlane jetzt gerade reinpusht. Ja, Botlane pusht rein, das ist gut. Ah, okay, Renekt wieder. Komm schon, Ulti, Jinx. Leider nicht. Oh nice, er gibt erstmal hier ein bisschen Laufspeed. Böse Speere incoming. Sind Blätter nur zum Fall geschaffen? Habe ich gerade eben nichts gekauft? Diese Dinge wird nie leichter. In die Gosse ist kürzer als du denkst. Nein, das gibt's doch nicht. Wir konzentrieren uns gerade nicht richtig. Es war gar nicht so blöd alles, aber. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das war geile Ulti auf jeden Fall. Nice, Jinx! Ihr macht auch richtig was, meine Freunde. Das ist ja richtig, das ist ja richtig Motivation hier. Das ist ja richtig Power. Oh. Good job, Fiddle. Fiddle, wenn der einfach nur, der kann alleine ein ganzes Team holen. Einfach mit Ulti rein. Das ist so heftig. Eine gute Ulti. Er muss nicht viel AP haben. 230, das reicht dick aus. Und er macht einfach meinen ganzen Teamfighter fertig. Nicht ohne finde ich das. Welcher Pfad führt mich nach Hause? Hier, oder erstmal den. Was macht er da? Oh, Kacke, Boys. Das ist doch richtig Kacke. Das nervt mich ja jetzt persönlich hier schon wieder so ein bisschen an. Hätten wir lieber den Inhib da geholt, Boys, ne? Hätten wir deutlich mehr gehabt. Der Suicide ist halt auch ein bisschen. Wie soll ich sagen, hässlich. Nee, ja. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. No. Nice, Boys, nice. Wollt ihr jetzt den Flash insehen plus mein Q? Nein, wollt ihr nicht. Ding, 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 ding. Oh yeah. Auf jeden Fall
Fall guter Smite vom Fiddle. Jinx macht da ein bisschen Ham. Boah. Was ist das jetzt für eine Kacke? Hauptkommen, nein, wir holen uns das hier, holen uns das. Dumm bin ich auch immer, ey. Manchmal, da tut es schon ein bisschen weh. Merke ich richtig. Da tut es schon manchmal ein bisschen an der Keule weh. Nicht gut. Der Junge hat ein bisschen jetzt wieder. Also, das Endgame hat mir jetzt insgesamt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Wir können einfach nicht so trash reingehen. Wir haben dann den Knock-Up. Aber wir dürfen die halt nicht immer gleich für unsere Ulti verwenden. Da müssen wir ein bisschen sparsamer bleiben. Wirklich nur richtig Knock-Up. Wenn wir einen Tristana haben, schön, gehen wir rein. Haben wir einen Trash? Nein. Ja? Gut. Haben wir verstanden. So, jetzt nochmal einfach Mitte-Push, 31, 32, die Gegner, wir haben Inhibs, Open, aber auch kein Down, aber die Gegner haben mehr Kills vom Ding, also wenn wir jetzt ein Team heute richtig verhauen, dann haben wir das verkackt, das Game. Mal so am Rande, ne? Also müssen wir uns echt nochmal hier ganz kurz ein bisschen zusammenreißen. Wohin geht wieder Gary jetzt? So viel zum Thema zusammenreißen. Warum ist Garen komplett nach zurückgegangen? Ich verstehe es nicht ganz. Ich werde nicht vergessen. Ein Verbündeter wurde getötet. Sind Blätter nur zum Fallen geschaffen. Oh mein Gott, ich mache einfach so viele Missplays einfach nur. Ist nicht gut. Zumindest in, ja, at least wir haben einen Inhib gekillt. Aber wir haben einfach so viele Missplays. Du gehst einfach wieder zurück hier. Wir haben auch den schönen Baron auch aktiv. Und 20 Sekunden. Leute, ich bin nicht da. Muss man meinen Q wirklich noch besser konzentrieren. Konzentrierte da hier. Meine Ehre hat sich vor langer Zeit verabschiedet. Muss auf jeden Fall echt noch ein bisschen mehr kommen. Also, für das Dex macht er schön die Raves hier. Das ist doch prima. So, da kommen sie alle schon wieder. Wir haben jetzt Mitte, haben wir Open. Gut, das heißt, wir bekommen gleich noch einen Superman hier gegen gerusht. Ich folge diesem Pfad bis zum Ende. Sehr gut, haben wir geblockt. Okay, Jinx ist drin. Oder wie er auch immer heißt. Komm schon! Not fast enough! Komm, schnapp sie dir alle! Nein, wieso tötest du meine ganzen Minions? Da wird aufhören, alle mal was anderes zu machen. Oh mein Gott, wieso machen die Hälfte hier die andere Hälfte da?
I don't get it. So, Jinx hat gefinisht, Leute. Okay, ich stand auf jeden Fall mehr positiv. Das Game war ziemlich freaky und zum Teil war es auch nicht so gut gestartet von mir. Dennoch bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich für euch, bei euch, fürs Zuschauen. War geil, hat Spaß gemacht, bis jetzt.